Morgen, wie geht's euch? Hoffentlich gut. Das ist die zweite Stunde und wir folgen Lektion 9. Heute lernen wir eine grammatische Regel, okay? Die Modalverben. Was sind die Modalverben? Möchte, wollen, können, müssen. Diese Verben kommen Nummer 2 im Satz und sie kommt konjugiert mit dem Pronomen oder mit dem Subjekt und kommt auch ein Verb, aber am Ende der Satz. Dieses Verb kommt im Infinitiv. Was bedeutet im Infinitiv? Endet mit en oder n. Und hier zeige ich die Konjugieren von diesen Verben. Zum Beispiel Verb möchte, ich möchte, er, es, sie auch möchte, du möchtest, wir möchten, ihr möchtet. Wollen, ich, er, es, sie oder das Wort Mann, will, du willst, wir, sie, sie wollen. Ihr wollt. Okay, Verben können. Ich kann, du kannst, er, es, sie kann, wir können, ihr könnt. Okay, müssen. Ich muss, du musst, er, es, sie muss, wir müssen, ihr müsst. Zeige ich einige Beispiele durch Fragen oder durch Sätzen. Und hier zeige ich auch das Unterschied zwischen können, möchten, wollen, müssen. Hier, kannst du die Farbe? Was bedeutet können hier? Können zeigt die Fähigkeit oder Möglichkeit. Ja, ich kann Ski fahren. Okay, was möchtest du essen? Was möchtest du essen? Möchten hier zeigt der Wunsch, okay? Wunsch. Ich möchte Pizza essen, ich möchte Nudeln essen und so weiter. Was will er machen? Was will er machen? Wollen auch zeigt Wunsch. Ich muss noch lernen. Hier müssen bedeutet Pflicht, okay? Pflicht. Okay. Modalverben stehen im Satz mit Infinitiv. Der Infinitiv steht am Satzende oder am Ende der Satz. Hier auch zeigt diese Tabelle die Modalverben im Satz. Ich muss Infinitiv, ich muss lernen. Ich muss für die Schule lernen. Ich muss heute Nachmittag für die Schule lernen. Hier kommt das Modalverb Nummer 2 und das andere ist Verb am Ende der Satz im Infinitiv. Okay? Okay. Einige Übungen. Wähle die richtige Antwort aus. Nummer 1. Er Englisch lernen. Er wollt, er will, er wollen Englisch lernen. Ja, er will Englisch lernen. Nummer 2. Kannst du Auto fahren? Nein. Kannst du Auto fahren? Sammy müssen zum Arzt gehen. Ja, Sammy hier, er nimmt muss. Okay, Nummer 4. Jetzt müssen ich zu Hause sein. Ja, jetzt muss ich. Prima. Nummer 5. Was musstet sie trinken? Einen Tee. Hier, sie groß. So wähle ich möchte. Nummer 6. Ich möchte heute meine Freunde. Ich brauche hier ein Verb, aber dieses Verb im Infinitiv, auch dieses Verb passt zum Bedeutung. Okay? Ich möchte heute meine Freunde machen? Nein. Treffen? Ja, treffen.
Griffin bedeutet Miet. Dann will, muss ich eine Frage stellen, bitte? Ja, gern. Kann. Nummer 8. Wo kann, will, muss man hier gut essen? Im Restaurant Tekka. Kann. Nummer 9. Kann, kannst, können du Ski fahren hier? Gibt es du? So kannst, okay? Ja, ich immer nimmt kann. Nummer 10. Was möchtest Oliver machen? Er möchte. Nummer 11. Ich viel lernen. Ich muss viel lernen. Okay. Nummer 12. Ahmed willst schwimmen. Ahmed hier, er will, wie ich. Okay. Nummer 13. Man hier kommt mit er, es, sie. Man kann, könnt im Tennisclub Tennis spielen. Was ist richtig? Ja, kann. Okay. Nummer 14. Was kann man machen? Okay. Nummer 14. Wollt ihr in Linus gehen? Ja, ihr wollt. Nummer 15. Ich und Anna. Wenn der Subjekt hier Plural mit ich ist, so wir schreiben hier wir, ich plus Name, wir möchten viel lernen. Meine Freunde möchten Aerobic machen. Meine Freunde hier Subjekt. Und der Subjekt hier Singular oder Plural? Ja, Plural. So will ich möchten. Okay, prima, sehr gut. Ergänze die Tabellen. Können, ich kann spielen. Du kannst spielen, okay. Er oder es oder sie kann gut Tennis spielen auch. Wir, ja, können Tennis spielen. Ihr könnt gut Tennis spielen. Sie können auch gut spielen. Okay, wir wollen. Ich will morgen gern joggen. Okay, du willst morgen joggen. Er will morgen joggen. Wir wollen gern joggen. Ihr wollt gern joggen. Okay, Sie wollen gern joggen. Super.